Moin Moin Freunde, willkommen zurück hier bei uns, ja, bei uns auf dem Kanal, willkommen und willkommen zu diesem, ja, ich würde mal schon fast sagen, nicht nur Auflösungsvideo von dem Monat März, sondern so ein bisschen der Monatsrückblick, den ich euch hier immer ein bisschen gewähre. Ja, der Monat März war super genial, was soll ich anderes sagen, wir haben unsere 1000 Abonnenten geknackt und das noch im März. Ich persönlich hatte bestenfalls erhofft, dass wir das vielleicht bis April schaffen. Und jetzt haben wir es schon im März geschafft mit eurem Einsatz und eurem Engagement, nicht nur in den Livestreams, sondern auch unter unseren Videos mit euren Kommentaren, euren Daumen nach oben, euren Weiterempfehlungen und so weiter und so fort, sind wir hier super schnell auf die 1000 Abonnenten durchgestartet. Wir sind heute schon bei 1011 Abonnenten und ich kann einfach nur 1011 Mal Danke an euch da draußen sagen, dass ihr so super aktiv seid und hier immer uns weiter unterstützt mit dem, in dem, was wir tun, das gut findet und auch den anderen Leuten, die uns noch nicht kennen, weiterempfehlt. Und das sorgt für mich ja einfach für große Demut und Dankbarkeit, dass ihr das, was wir hier tun, so toll findet. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir ein Crowdfunding-Programm, einfach ein Fan-Treue-Programm für euch eingerichtet, schon vor einiger Zeit, schon im letzten Jahr. Wir haben es jetzt mit dem Monat Februar leicht verändert, mit dem Seekholz-Geburtstag. Da fing es eigentlich an, haben wir uns gedacht, okay, wir haben euch sonst immer die Geschenke so ein bisschen vorgegeben, was ihr euch wünscht dürft. Und jetzt ist es eben so, dass wir gesagt haben, wir schenken euch Seekholz-Euronen und mit diesen Seekholz-Euronen schafft ihr quasi Anrecht im gleichen Gegenwert zu Echtwährung im Premium Store und könnt euch dann, wenn ihr genug angesammelt habt, etwas wünschen aus dem Premium Store. Ihr schreibt dazu einfach unter diesem Video oder einem anderen YouTube-Video mit eurem World of Warships Ingame, was ihr euch wünscht. Und oder schreibt dann im Discord mich persönlich an und so weiter. Das klappt dann ganz gut. Jetzt schauen wir mal, im Februar waren es ja Christian, Liquid of Bob und Swordfish, die hier die meisten Euronen oder die meisten Punkte gesammelt haben im Monat. Und in diesem Monat ist es jetzt der Neophyte 65. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Und der zweite Platz geht an Swordfish mit 456 Punkten. Und der dritte Platz ist jemand Neues, nämlich Tom, der 387 Punkte hier eingeheimst hat im Monat März. Liquid of Bob, der im letzten Monat noch Zweiter war, ist diesmal Vierter geworden mit 10 Punkten Rückstand. Es war bis zum Schluss, bis Samstag, ein echter harter Kampf. Wir hatten Punktdoppelungen auf Platz 1 und auf Platz 2. Und 3 sozusagen. Ja, und auch deswegen möchte ich nochmal eine kleine Regeländerung bekannt geben. Diese Sache hier wird natürlich durch Privatkapital, durch mein eigenes Kapital finanziert, die monatlichen Gewinne. Und deswegen habe ich das jetzt wie folgt gehandhabt. Ich hatte jetzt eigentlich das erste Mal, dass es kurz vor Schluss noch so war, dass ihr alle da draußen oder viele von euch punktgleich waren. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eine Regel dorthin hinzuzufügen. Und zwar dafür, ich werde es in Zukunft so handhaben wie beim Lotto. Das heißt, wenn drei Leute sechs Richtige haben, müssen sich diese natürlich auch den Gewinn teilen. Ich lege immer wieder jeden Monat etwas in den Pot rein und wie viel es dann werden, liegt quasi an euch. Ihr müsst durch Aktivität euch quasi durch die anderen Zuschauer unterscheiden, sodass ihr dann quasi alleine mit euren Punkten die meisten Punkte habt und am besten nicht gleich viel. Dann wird der ganze Gewinn eben für euch ausgeschüttet. Und wenn der Platz eben doch geteilt werden muss, dann teile ich den Gewinn entsprechend auf. Das ist eine Sache, die ich halt vorher auch nicht ganz hundertprozentig bedacht hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass doch so begehrt ist unser Livestream, dass ihr euch quasi um die Plätze schlagt, sozusagen. Ja, also wie gesagt, ich kann dafür nur noch mal tausendmal Danke sagen, dass ihr wirklich so aktiv und so zahlreich immer dabei seid und ja, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt x-fach. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde jetzt gleich dieses Video beenden und dann die Punkte und die Gewinner in den Monat eintragen. Und ja, ihr findet diese Tabelle natürlich wieder unter jedem unserer Videos mit einem Link. Da könnt ihr das aufrufen. Bei uns im Discord gibt es dafür auch eine Verlinkung, sodass ihr in die Tabelle reingucken könnt, wer eigentlich wie viel Seekholz-Euronen angehäuft hat. Ab 15 Seekholz-Euronen könnt ihr euch dann quasi etwas in dem Store aussuchen. Und ja, ich sage es einfach mal, bleibt uns gewogen. Wir sehen uns dann im Monat April wieder in den diversen Livestreams. Es wird sicherlich auch ein Oster-Livestream für euch geben und so eine Sachen. Und da könnt ihr euch dann festhalten. Wir haben 1000 Abonnenten gemacht. Dafür wird es natürlich auch eine besondere Überraschung geben. Also, bis dahin. Wir sehen uns hier auf dem Kanal. Euer Andi. Haut rein. Ciao, ciao.